Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier aus Kamp Lintfort. Heute testen wir ein Auto, was eigentlich nicht so bekannt ist. Ich bin das Fahrzeug jetzt eine Zeit lang gefahren und ich muss sagen, mega. Der Genesis G70 Shooting Brake und ich finde persönlich das Auto sehr sportlich. Von der Seite, die Silhouette, mega, wirklich mega. Man muss sich erstmal daran gewöhnen. Wir haben das Auto auf dem Hof gestellt bekommen und habe ich zuerst gedacht, das sieht anders aus. Das ist so ein bisschen wie dieses Gefühl hatte ich bei dem Auto, wie bei dem M4. Diese riesige Niere, wo ich gesagt habe, nee. Stimmt, ja. Und so nach zwei Tagen habe ich gesagt, dieses Nee ist geil. Ja, deswegen haben wir auch damals die Front nicht gebaut für den M4. Und das Gefühl hatte ich bei diesem Fahrzeug auch. Ich habe mir auch viele Berichte auch angeguckt bei YouTube zu dem Fahrzeug, was andere Autotester oder YouTuber dazu sagen. Und wir machen es ein bisschen anders. Wir machen nicht so perfekt detailliert. Ich mache frei Schnauze nach meinem Gefühl. So, also, wir gehen einmal von vorne. Von vorne, konzentriere dich bitte auf die Scheinwerfer. Zuerst nur auf die Scheinwerfer. Habe ich zuerst gedacht, nee. Habe ich erst gedacht, gefällt mir nicht so wirklich. Der ist neu. Wenn ich zum Beispiel einen rosanen Pulli anziehen würde, dann denke ich mir, nee. So nach einer Woche gewöhnt man sich dran und sagt, doch, das ist schön, schön gut. Und das habe ich bei dem Scheinwerfer auch. Also, zuerst habe ich gedacht, nee, wieso haben die das geteilt? Von der Form sind die nicht schlecht, wenn die geschlossen wären. Ja, hier so komplett. Ja. So ein bisschen, darf man da sagen, so ein bisschen wie Volvo dann, wenn die geschlossen wären. Aber jetzt, so nach zwei Wochen, wo ich das Auto gefahren bin, muss ich mal sagen, die gefallen mir echt gut. Das Design haben die komplett quasi also von vorne bis hinten durchdacht. Weil manchmal hat man wirklich ein Auto, wo die Front sehr schön ist, Heck aber nicht so schön. Aber hier finde ich das echt gelungen. Mir ist die Marke Genesis nie irgendwie aufgefallen, weil es wahrscheinlich zu wenige auf der Straße fahren. Ich glaube, die haben gar kein Autohaus, wo man irgendwo hingehen kann und sich das Auto anschauen kann, sondern man ruft da an, die bringen einen das Auto nach Hause, man fährt eine Probefahrt, ja, nein, werden die abgeholt oder. Ja, mega gut. Finde ich mega gut. Also wirklich Service sehr groß geschrieben, ja, das haben viele nicht verstanden, dass man diesen Service so machen sollte. Finde ich sehr gut, wenn man zum Beispiel das Auto zur Inspektion wegbringt. Man ruft an, die holen das Auto ab, geben einen dann den Leihwagen, man fährt den Leihwagen, bringt das Auto zurück. Ja. Also, ja, besser geht's nicht. Also besser geht's nicht. Das gibt es nicht mal bei ganz teuren Autoherstellern. Ja? Also diesen Service. Und der Mitarbeiter, der das Auto gebracht hat, super freundlich, wirklich super freundlich, sehr nett, sehr höflich, also. Ich bin gespannt auf das nächste Fahrzeug, weil wir bekommen ja noch eins, ne? Ja? Welches Modell? Weißt du nicht. Oder das, doch, weiß ich. Ja. Weißt du das? Ich glaube, das ist die Luxuslimousine von Genesis. Ich dachte, das ist schon Luxuslimousine. Ne, da gibt es noch was. Noch größer, noch besser als der? Klasse. Was ich sagen muss, ist, bei der Front ist mir etwas aufgefallen. Ist euch was aufgefallen? Diese Partie, ne? Sieht aus wie vom Bentley. Von der neuen. Jo. Ist er so? So ein bisschen. Der Grill ist richtig schön. Ja. Also sehr, sehr, sehr hochwertiges Auto verarbeitet, muss ich mal sagen. Das ist echt schon ein Luxusschlitten. Was man hier noch hat, gut, wir haben jetzt die Winterreifen in 18 Zoll. Es gibt aber von Genesis bis 21 Zoll.
Also wenn das 18 ist, meine Damen und Herren, dann hat man drei Größen größer, die Felgen, dann wird es schon fett. Ist das ein Luftauslass? Ja. Ich dachte, manchmal hat man so eine Attrappe, was das nur optisch so aussieht. Mhm. Auch das sieht so ein bisschen, oder? Ich möchte jetzt der Marke nichts falsch sagen, aber so ein bisschen wie Bentley. Diese Wölbung schön, guck hier. Ja. Hier, guck hier, wie das alles schön verläuft. Die haben so echt schöne Linien. Ne? Mhm. Also von der Seite sieht das Auto echt, echt sehr schön aus. Bei dem Scheinwerfer und bei den Rückleuchten muss man sich dann gewöhnen. So nach 2 Wochen Fahrt, muss ich mal sagen, gefällt mir das Auto sehr gut. So auf den ersten Blick, wie gesagt, das wird, glaube ich, jeder von euch haben. Auch in dem Video wahrscheinlich, wenn viele sagen, oh, die Scheinwerfer und die Rückleuchten sind anders. Ja, anders heißt nicht schlechter. Vorne voll LED, hinten voll LED. Also die haben an nichts gespart bei dem Auto. Und für 40.000 Euro, beziehungsweise ab 40.000 Euro kostet der Genesis, finde ich, völlig okay. Guck mal, der fette Spoiler, ne? Der sieht schon aus, als hätten wir den gemacht. Entrode von Bentley. Also die sehen aus wie, Entschuldigung, also Genesis, wenn das, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja. Wenn das so stimmt, mega. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Ne? So schön eingearbeitet. Die Leuchten, Leute, ehrlich jetzt, die Leuchten sehen natürlich nicht so integriert aus wie die bei den meisten Herstellern. Ja? Ich habe zuerst gedacht, okay, warum sind da so große weiße Leuchten hinten? Aber das ist nicht nur der Rückwärtsgang. Er zeigt sogar Linien, das muss man sehen, das ist ganz neu, wie die Linien quasi auf der Rückwärtskamera auf dem Bildschirm gezeigt werden. Und die aber auf der Straße, ne? Auf der Straße, also das ist, auch hier zum Beispiel, hätte man das weggelassen, wäre das Auto langweilig. Das hier, das ist so, zwar nur ein, wie so ein Lufteinlass, der angedeutet ist, also der ist zu, sieht aber optisch sehr sportlich aus, oder? Ja. Passt vorne und hinten alles komplett gut zusammen, ne? Also der ist echt durchgedacht. Also das Auto ist komplett durchgedacht. Auch der Kofferraum. Bei dem Shooting Brake sind das, glaube ich, 440 Liter, was reinpassen. Wow, gut. Sehr, sehr, sehr schön. Auch die Ablage, dass die hier oben ist. Ja. Riesen Glasschiebedach. Ja. Hier Chrom. Ich mag kein Chrom. Ich bin nicht der Chrom-Typ. Ist ein elegant, seriöses Auto, wo man, ich sag mal, so Geschäftstermine abfahren kann. Ja, auch viel Platz. Ja. Und ich finde, mit dem Auto kann man sich sehen lassen. Na gut, das Problem ist, der ist da zu weit nach hinten gegangen. Ah, okay. Also normalerweise ist das mehr Platz hier. Ne? Ja. Ich finde die Sitzform auch gut. Du sitzt nicht gerade, du sitzt ein bisschen nach hinten. Ja. Ne? Also ich finde das echt, auch die Verarbeitung und alles. Ne? Hm. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Was mir noch gut gefällt, ja, Achtung, hier sind Knöpfe. Guck mal hier, ne, du kannst die Lehne nach vorne machen, den ganzen Sitz. Ja. Finde ich Bombe, wirklich. Was ich gerne hätte, ich weiß nicht, ob die Autos das serienmäßig haben oder überhaupt anbieten, hier ein Display. Die Sitze und dieses Karo ist auch. Also ich hätte gesagt Mercedes. Nee, das ist Bentley. Ja. Das ist so, hat Bentley. Also diese Karo-Muster, ja, hat Bentley schon immer gehabt. Oder schon sehr, sehr, sehr lange. Alcantara immer? Also das ist, ich weiß nicht, was das Auto jetzt kostet, so ausgestattet. Hm. Aber nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ja, ich bin sehr, sehr überrascht. Überrascht, ne? Ja. Ja. Weil wo das Auto kam, habe ich gedacht, ja, neu, ungewöhnlich von außen. Aber ihr fällt nichts. Nee. Und wie gesagt, was kriegt man für 40.000 Euro heutzutage? Großes, ne? Was Großes? Nein, nein. Jetzt, viele werden dir sagen, ja, für dich und so weiter. Nein. Nur mittlerweile ein Polo, was voll ausgestattet ist, kostet schon mehr. Ja. Ja? Ich meine, wir reden hier von 245 PS, 2 Liter Turbo. Ich glaube, der Polo hat das nicht mal. Ja? Und kostet mehr. Ich meine, ich möchte jetzt nicht VW hier schlechter machen, aber man muss immer vergleichen, was hat er, was bietet der? Was kostet das? Und vor allem so ein Service. Ich ärgere mich immer, wenn ich irgendwo ein Auto abgeben muss zum Service. Ich fahre dahin zum Blablabla. Nach Köln bin ich oft gefahren. Luxusautohersteller und ja, Luxusautohaus. Und dann, ja, wie komme ich zurück? Ich muss wieder nach Köln mit 2 Mann. Stunde hin, Stunde zurück. Halbe Stunde da vor Ort, Blablabla. Der halbe Tag weg.
Und ne? Das Ganze musst du nochmal machen, weil wir irgendwie abholen. Und dann muss ich sie mal abholen. Die haben keinen Leihwagen. Kann ich mir eins von Six nehmen? Und dann denke ich, oh Gott, Leute, ehrlich, ich fahre ein 400.000 Euro Auto und ich muss mir einen Leihwagen bei Six nehmen. Hier nicht. So, jetzt setzen wir uns vorne, Sascha. Sehr übersichtlich, zack, liegt top, flach, alles wunderbar. Meine Sonnenbrille, darf ich die anziehen? Natürlich. Okay, zack. Ah, du hast ja schon... Ich habe es extra so halb gemacht. Okay. Dann fasse ich hier nichts an. Auf der 360-Grad-Kamera, wie schön alles perfekt aussieht. Also wirklich auch hier die Abstände und so weiter und so fort. Aber manchmal, da hat ziemlich lange Haube. Ja? Jetzt, wenn man hier im Auto sitzt, hat man das Gefühl, die ist so ein bisschen nach vorne. Ja. So ein bisschen schon mehr nach vorne. Und hier, weil ich kann das sehr schön, bei dem Bordstein, was rechts von uns ist, man kann ja sehr, sehr gut sehen. Guck mal, Achtung, komme ich dran oder komme ich nicht dran? Guck mal jetzt hier, siehst du? Zack. Und der meckert sogar bei den Felgen. Habe ich schon ausprobiert. Felgen zerkratzen ist ausgeschlossen. Schau mal, wie alles schön verarbeitet ist. Also es fühlt sich alles hochwertig an. Die haben verstanden, man muss mehr Qualität bieten, weil die Kunden das verlangen. Ne? Zack. So ist das. Wir fahren jetzt auf Sport. Mhm. Die Sitze haben mich so ein bisschen umarmt, vorsichtig gesagt. Echt cool. Also wirklich fühlt sich alles gut an, auch die Sitze und so weiter. Also wirklich, ich bin kleiner Fan. Jetzt von Genesis. Wir haben die auf der Messe gesehen, weil wir zum Toyota gegangen sind. Ja. Und da habe ich schon gesagt, die haben so ein Jeep, ne? Genau. Ja, die haben so ein SUV-Modell. Und da habe ich schon gesagt, boah, geiles Ding. Was man hier bekommt, ist auch noch 5 Jahre Garantie. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe oder nicht. Also gehört dazu Kia-Konzern. Das ist die Luxusmarke von Kia. Hm. Ein sehr schönes, seriöses Alltagsauto. Ich muss eins sagen, viele gucken auch wirklich. Also wenn ich irgendwo ankomme oder sowas oder an der Ampel stehe, ich sehe, wie sich die Menschen nach dem Auto umdrehen. Ja. Weil der anders aussieht. Ja? Cool. Und weil man ihn echt nicht oft sieht. Wir haben hier einmal Fahrmodus, hier einmal Öko, dann ist Komfort, guck mal, die Tachos wechseln schon die Farbe. Hm. Ja. Wir haben Sport und Sport Plus. Das Lenkrad ist für sich gut an, genau perfekt, perfekte Dicke, nicht zu dünn, nicht zu dick. Ja. Die Knöpfe, sehr hochwertig. Ja. Ich bin echt beeindruckt von dem Auto, ne? Egal was man hier anfasst. Ja. Fühlt sich das echt gut an. Auch hier, und, ne? Und ja, auch hier. Das ist echt schön. Belüftete Sitze, beheizbare Sitze, Heckscheibe, beheizte Lenkrad, Heizung und so weiter. Hier könnte man zum Beispiel auf. Warte. Aber eine Landkarte. Sehr klar, sehr clean, übersichtlich. Hm. Geht sehr schnell, funktioniert auch mit Sprachbedienung und. Da muss ich was sagen, es geht schöner, aber das ist effizienter. Also du hast mehr Überblick. Auch so von der Haptik her, das ist alles auch Touch, ne? Ja, ja, das ist sehr einfach. Man kann das über die Knöpfe bedienen. Ja. Ja. Was ich eigentlich, ja, ich finde beides cool. Ja. Also einmal Touch, hat man aber die Fingerabdrücke drauf. Ja. Mhm. Oder man bedient das alles hier über diese Tasten. Ich finde, ich gucke gerade, weil durch meine schöne Sonnenbrille, die ich habe, hier ist ein Gold, siehst du das? Mhm. Hier ist auch Gold, Gold. Ich finde das richtig, richtig cool. Kannst du das vergrößern? Guck mal, so ein Radio, haben die so ein Radio abgebildet. Mit so goldenen Knöpfen, finde ich richtig geil. Viele gucken sich einfach ein Auto an, okay, Navi. Aber wenn man sich wirklich detailliert alles anguckt, zum Beispiel allein so ein Radio oder auch hier, guck mal, wenn ich jetzt wirklich auf die Autobahn drauf fahre, ne? Mhm. Guck mal, wie schön das ist. Ich muss so einen Blinker setzen, guck mal. Ist das? Mega. Wie schnell passiert das, dass wirklich einer rechts oder links ist, wie bei Motorrädern alles, ne? Ach komm, das ist schlecht, geht ja nicht. Ja.
wofür kannst du oder für welchen Typ kannst du das Auto empfehlen? Junger sportlicher Typ, quasi wie ich. Wann der Witz hinter? Ja, ich hab's verstanden. Zum Beispiel sowas. Sascha ist jetzt gerade mit der Kamera am Spiegel. Ich habe nichts gesehen, aber zum Glück habe ich meine Genesis Spiegel, Digitalspiegel. Nein, welche Typen? Bei dem Shooting Break ist das so, dass schon eher die sportlicheren Typen, die auf so sportliche Optik Wert legen. Also ich kann damit irgendwo zum Geschäftstermin vorfahren oder Familie reinpacken und in den Skiurlaub fahren. Platz genug hinten. Ja, wie im Kofferraum so auf der Rücksitzbank. Ich kann überall fahren. Und ich glaube, ich bin jetzt damit jetzt nicht keine 500 Kilometer gefahren oder so am Stück. Aber ich glaube, die Sitze könnten das problemlos schaffen. Und es fühlt sich, wie gesagt, alles gut an. Wirklich. Auch diese Ambientebeleuchtung, wenn das abends beleuchtet ist. Musikanlage hat richtig Bums. Scheppert. Nein, ehrlich, richtig schönes Auto. Ja. Ja, ich bin zufrieden. Ja. Genesis, top. Ja, ich bin gespannt, vielleicht kannst du mal fragen, ob wir den SUV testen könnten, weil da hätte ich Bock drauf. Seid ihr vielleicht interessiert, dass wir weitere Genesis-Modelle testen, ne? Oder? Ja. Der Sascha fährt auch sehr oft die Autos, testet die Autos und so weiter. Und dann unterhalten wir uns meistens über die Fahrzeuge, die wir selber fahren. Das ist auch schön für einen. Ja, wir machen nicht die Tests, weil wir irgendwie bezahlt werden oder bla 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 bla. Wir machen die Tests, um mitreden zu dürfen oder zu können. Ja, was wollte ich noch sagen? Ein Abschluss wolltest du finden. Ein Abschluss? Mhm. Ich habe einen Abschluss. 7. Klasse Abgangszeugnis. Sehr ähnlich wie bei mir. Ja, ich war 23 damals und die haben mich rausgeschmissen. Auch ähnlich wie bei mir. Nein, meine Damen und Herren, nein, das stimmt nicht. Ich mache nur Spaß. Ich bin ein witziger Typ. Like hier, tschu, oder abonniert uns. Ja? Was ich noch sagen wollte, Sascha hier, und das sieht aus wie so ein ganz großer Handschuhfach, ne? Mhm. Oder wie nennt man das? Ist das Mittelkonsole? Mittelkonsole, ja. Ne? Guck mal hier. Aber. Ist nicht so. Ist nicht so. Der ist so klein. Ich weiß nicht, was hier drunter ist, aber ich hätte gedacht, der ist ein bisschen tiefer. Ja. So, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.